Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Elden Ring. Und immer dran denken, ein Abonnement und ein Turm nach oben sind umsonst. Ich habe gerade eben geschaut und geschaut, ich habe ins Walkthrough geschaut. Die Tür hier würde ich auch gerne aufkriegen. Keine Ahnung, wie man zu der Tür kommt, die von der anderen Seite zu öffnen. Aber angeblich geht man hier raus und geht hart nach rechts. Ich glaube hier hinten, ah, hier. Hier, und da soll man runterfallen können. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich das auch überlebe. Es wird gesagt, das überlebt man, aber mit genug Leben. Wow. Okay. Das da unten ist da, wo ich diesen Boss gesehen hatte. Und dann kann man hier runterspringen. Schmiedestein. Dann gehen wir hier runter. Oh ja, das ist definitiv. Das ist definitiv das, was ich gesehen habe hier unten. Oh ja. Schöne Ratten. Ich hasse Ratten. Die ziehen mir viel zu viel Leben ab, die Ratten. Hier nochmal fette Ratte. Ein Grollruf, okay. Ich glaube, hier müssen wir runter. Da ist der Boss. Ja, der Typ hat definitiv Leichen im Keller, ja. Aber es ist kein Boss im Sinne von Boss mit Bossbalken. Es ist der Boss, den wir schon kennen, nur als Oberweltversion. Es ist nämlich gar kein richtiger Boss, wie man gerade gesehen hat. Er hat nämlich gar keine Bossleiste. Den habe ich ja schon mal besiegt. Genau den habe ich schon mal besiegt. Ich hab nicht schlagen gedrückt, ich schwöre es euch. Ich habe nicht schlagen gedrückt. Ich habe seit 5 Sekunden nicht mehr schlagen gedrückt und drückt die ganze Zeit XXXXXXX wegen heilen. Und der schlägt. Was ist das manchmal? Also irgendwas ist da komisch bei den... nee, das ist nicht Controller. Ich glaube, das hat irgendwas mit deren Animationsengine zu tun. Manchmal schlägt der, obwohl ich den Befehl nicht mehr gegeben habe, weil ich lag am Boden und habe den Befehl vielleicht noch gegeben zu schlagen. Ja, ich lag dann am Boden, aber ich lag nicht... Ich stand nicht auf und habe den Befehl schlagen gegeben. Er hat das wohl irgendwie noch gespeichert, dass ich schlagen wollte vorher. Das ist ja nicht das, was ich machen möchte dann in dem Moment. Ich habe gesehen, oh, mein Leben ist ganz schön niedrig. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann hör ich mal auf zu schlagen. X springen. Ja, nur für komische Sony-Leute. Ja, das stimmt. Komische Sony-Menschen.
Okay, zweite Phase. Ist aber lustig, ist sogar so ein Overworld-Typi, der keine Bossleiste hat, auch eine zweite Phase haben kann. Statt die zweite Base, zweite Phase würde mir jetzt erspart bleiben diesmal. Ist er. Wunderbar. Goldene Saat bekommen. Nice. Goldene Saat. Okay, diesmal habe ich ihn mal richtig gemacht. Das letzte Mal war ja verbuggt. Diesmal habe ich ihn richtig gemacht. Steinschwertschlüssel. Oh, richtig guter Loot, Leute. Es lohnt sich wirklich, hier runter zu gehen. Jeder, der Elden Ring spielt, kommt hier runter. Definitiv lohnt sich mega der Loot hier. Richtig guter Loot. Goldene Saat plus ein Steinschwertschlüssel. Und da ist dieses hässliche Ding, was ich gesehen habe. Geschwür des Todesprinzen. Und das ist, geskriptet. What the fuck? Wie viele Seelen habe ich? Lohnt es sich einfach, einmal auf das Ding drauf zu gehen? Ich habe ein bisschen Angst, auf das Ding drauf zu gehen. Alter, wie widerlich das ist. Alter, das ist auch das Ding. Das ist irgendwie so ein Wurm, ne? Das ist so ein Wurm. Das ist so ein widerlicher Wurm. Mit einer ganz hässlichen Fresse. Also Cthulhu lässt grüßen. H.P. Lovecraft. Nicht wahr? Also Bloodborne lässt grüßen, slash H.P. Lovecraft lässt grüßen. Hier ist eine Leiter. Und dieses Ding, was ich gerade bekommen habe, habe ich gerade eben schon in dem Walkthrough gesehen, auf dem Wiki. Das Ding soll wohl tatsächlich... Ich habe zwei goldene Saat dabei. Ich brauche die nicht. Ich brauche keine Auflevelung. Ne, erhöht die Anzahl der Nutzung. Ach doch, ja, die brauche ich doch. Aber ich habe hier im Moment... Wo ist das Item? Ist es, nee, ist es hier dabei? Weil es gibt hier echt... das Item ist echt, echt gut. Moment. Ist es vielleicht hier dabei? Nee. Oder Quatsch, könnte sogar sein. Nee. Das ist, glaube ich, ein verbrauchbares Item. Ich muss nur sehen, wo es ist. Nee. Wo ist es denn? Das ist das Problem, wenn man Let's Play aufnimmt, ne? Dann sieht man manchmal Dinge nicht, die ihr vermutlich schon gesehen habt. Aber ich glaube, hier ist es nicht dabei. Als Zutat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht war es doch ein Schlüssel-Item. War das mal ein Beutel gesprungener Dings? Todeswort, glaube ich, auch schon zwei. Drachenherz. Werkzeugsatz. Nee. Ah. Oder war das ein Zauber? Ah, das ist hier ein... Das ist... das ist ein Talisman. Erhöhte Lebenskraft. Ich dachte, das wäre ein Item, was man nehmen kann, um Vitalität zu steigern. Aber das ist ein Talisman, den man ausrüsten kann, um die Vitalität zu erhöhen. Und ich bin ja wirklich gespannt darauf. Ich finde, das Ding können wir eh wegschmeißen. Das habe ich ja die ganze Zeit ausgerüstet. Aber ich merke dieses Heilen kaum, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen würde ich mal gerne wissen, wie viele LP habe ich jetzt? 568. Ich habe auch noch 568. Hat sich ja gar nichts geändert. Sind die Kap... Ah, ich habe einen zweiten Talisman-Slot übrigens. Aber
Ist das kaputt? Das würde ich gerne nehmen. Aber warum wirkt der nicht? Meine LP sind ja immer auf 568. Da ändert sich gar nichts. Weird. Was ist das für ein Effekt, den ich da gerade auf mir drauf habe? Verändert der gerade, dass er Talisman wirkt, weil ich den gerade erst gewechselt habe. Ist das so ein Talisman-Wechsel-Effekt? Dass der erst wirkt, wenn der Effekt weg ist? 568 hatte ich, ne? Ja. Der Elvis-Effekt, ja. Nee. Ja, aber der hat ja keine Wirkung. Der wirkt ja nicht. Ich habe immer noch die gleiche Lebensanzahl. Schade. Ich hätte mich gefreut auf das Item, aber es bringt ja nichts, leider. Ist wohl auch verbuggt, das Item. Ich hatte auch das Gefühl, ich hatte nie irgendwie Heilung, LP. Nie. Habe ich nicht mitbekommen. Ah, hier kommt man raus. Hier wollte ich auch rein. Ich stand mal hier oben dran und wollte hier versuchen, hier reinzuspringen. Da wäre ich auch zu dem Boss gekommen. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst zu sterben. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die ich finden wollen würde, eigentlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Die Sachen, die da oben liegen. Komm mal zu denen hin. Da muss man irgendwie da oben lang gehen oder so. Glaube ich, oder gibt es da oben auch noch einen Eingang? Da ist auch noch eine Truhe da oben. Ich laufe da mal oben her. Ich laufe mal hier wieder hoch. Ich weiß, hier sind Gegner und so, ist mir aber egal. Ah, dafür muss ich die Tür öffnen. Von der anderen Seite aber, ne? Wie kommt man auf die andere Seite? Da vorne muss ich hin. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Hier bin ich, guck mal. Aber hier komme ich auch nicht dahin. Beim besten Willen nicht. Vorne vielleicht. Da war ich noch nicht lang gegangen. Wegen den Gegnern hier. Ich habe keine Heil-Items mehr, ne? Upsala. Das war nicht so klug. Muss ich zugeben. Ich hab sie trotzdem beide getötet. Was bringt der? Laut Internet erhöht er die Vitalität. Laut dem Wiki gerade eben. Okay. Warte, hier war sogar schon mal drin. Eben die beiden. Ja, natürlich leben die. Zumindest der eine hat gelebt. Ah, der lebt auch. Hm.
Was ich dir sagen kann. Moment. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, was hier gerade eben beim WG bei mir stand hier. In der Lösung dieses Gebiets. Wo ich dafür geguckt habe. Kann sein, dass es nur die Itembeschreibung war. Ah, nee, da steht Raises Vitality. Das ist die englische Beschreibung nur gewesen. Und drunter steht aber, dass es die Resistenz zum Tod steigt, quasi. Das klingt ja trotzdem so, als würde es mir mehr Lebensenergie geben, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dann ist es halt nicht so. Unten liegt ein Item, aber ich glaube, da komme ich nicht mehr weg dann. Ich glaube, da komme ich nicht mehr weg, wenn ich das Item hier hole. Warte mal. Hier durchs Fenster, ja, okay. Okay, lass uns mal ganz kurz teleportieren und zwar zu dem hier wieder. Ich habe noch ein kleines Problem. Ich glaube, da müssen wir woanders her, um den Weg zu finden. Es gibt ja hier noch so einen Fahrstuhl. Hier ist der, glaube ich, auch irgendwo. Wobei, nee, das kann nicht sein, dass das ein anderer Weg ist. Ganz ehrlich, wo kommt dieser Aufzug her? Hier ist dieser Aufzug in der Mitte. Und der Hebel geht nicht. Wir müssen von unten drauf springen. Und ganz da unten ist der Aufzug. Ganz da unten. Keine Ahnung, wie ich zu dem hinkomme, ganz ehrlich. Wo ich aber vielleicht eine Ahnung habe, wo ich hinkomme. Das mit der Tür, da muss ich mal genau gucken jetzt. Da wird hier wieder hochlaufen. Und dann wieder springen über die Türme. Warte mal, wir können auch auf den anderen Turm, sehe ich gerade. Die können auch springen, habt ihr das gesehen? Die können auch springen. Oh mein Gott. Da vorne war ich gerade eben drin. Ich glaube, da unten muss ich hin. Ich glaube, das könnte der Weg sein, oder? Da ist der Typ, der da hängt, oder was? Nee. Was ist denn das da unten? Ist das der Hängende, der komisch aussieht jetzt nur? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich muss auf jeden Fall vorher... Oh, ich muss auf jeden Fall vorher heilen. Dann springen wir hier drauf. Okay. Und dann springen wir von hier dahin. Und das war das Loch, wo ich runtergefallen bin, wo das eklige Ding ist. Schmiedestein. Von hier können wir jetzt wieder um den Turm herum. Ja, das bringt es mir auch noch nicht so wirklich. Ah. Warte mal, kann man von dem Ding hier auf den Turm springen? Ja, kann man. Guck mal. Hier ist auch noch ein Weg. Ha, cool. Ah, nee, das da unten, da war ich. Hier war ich aber noch nicht. Das ist neu, ja. Das ist neu. Das ist neu. Ich wette, da warst du auch noch nicht. Lieber Rino Tino. Das ist das Geile hier. Es ist halt wirklich wie so ein Souls Dungeon, wo du halt noch Sachen entdecken kannst. Es ist so geil. Du kannst hier noch Sachen entdecken, weißt du? Du musst nicht einfach weiterlaufen. Du kannst auch einfach noch krasse Sachen entdecken.
Ich liebe es. Vor allem mit dem Springen jetzt ist es halt noch geiler, weil du halt super an komische Ecken kommst und so. Ich glaube, das ist das Ding, was wir gerade eben im Wiki gesehen haben, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Wo so ein Talisman liegt oder sowas ist hier. Genau, der Clown-Talisman. Können wir auch darüber? Liegt da auch noch irgendwas? Ich bin mir sehr unsicher, aber wir können hier auf jeden Fall, fallen wir nicht tief, wenn wir hier runterspringen. Und wir können vielleicht noch woanders hin, dahin damit, auf die andere Seite hier. Versuch da mal ganz kurz rüber zu springen. Oh, man kommt wirklich rüber, aber hier ist nichts mehr, ne? Hier ist nichts mehr. Weil da unten könnte noch was sein. Dann springen wir mal ganz kurz hier drauf. Hier sind wir hierher gekommen, ne? Ja. Und haben wir umgebracht. Okay, und dann können wir ja hier runterspringen auch. Ja, aber ich glaube, das bringt einem nichts, außer dass wir wieder zurückkommen, wo wir herkamen, ne? Ja, okay. Schade. Ich würde gerne diese Items dann noch finden. Wo die Tür ist, die geschlossene, verschlossene. Das würde ich gerne noch finden. Es fehlt mir gerade noch wirklich hier, den Ort zu finden. Das ist, glaube ich, dieses Ding hier, was hier überdacht ist. Ich glaube, das müsste das sein. Das ist der Ort, wo man eigentlich hin müsste. Aber wir können auch noch hier an dem Turm vorbei. Guck mal. Boah, ist das krass. Und ich glaube, überall, egal wo wir jetzt hingehen, es bringt uns irgendwas. Ist das vielleicht hier unten der Weg? Ist das der Weg? Nee, ne? Nee, da geht's nicht mehr weiter. Da können wir nur noch wieder runter, ne? Nee. Aber es ist so krass. Egal, wo man lang geht, man findet noch was. So ein bisschen erinnert mich das hier an Anor Londo. Irgendjemand anderen auch? So dieses an den Mauern und so entlang gehen, an ganz schmalen Grat. Ich warte nur noch drauf, dass gleich hier so ein Black Knight steht. Zwei Stück. Toll, Sackgasse. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht, wenn ich ehrlich bin. Das sind alles nur Orte, wo ich schon war, ne? Ja. Nicht das Blutstern. Anor Londo. Anor Londo. Sprich mir nach, Blutstern. Anor Londo. Das fragen Leute auf YouTube sich, was hat er denn jetzt geschrieben? Das rate ich nicht. Dann bin ich hier weg von YouTube, wenn ich das sage. Arno Londo. Ja. Ich habe gerade aus Versehen Arno zuerst gesagt. Das liegt nur daran, dass ihr mich aus dem Konzept bringt hier. Mein Gott, ich komme da never ever irgendwo hin hier. Ganz ehrlich. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas, aber ich glaube. Ja, lass mich in Ruhe, bitte. Lass mich endlich in Ruhe, verdammt! Ich hab keinen Bock auf dich. Ah, geht doch. Endlich Ruhe. So, aber diesen einen Weg, der muss ich echt, glaube ich, nochmal gleich gucken, wo das ist. Und auch das mit dem Fahrstuhl, da muss auch irgendwas im Wiki stehen. Ja, es ist natürlich ein bisschen lahm, auch für die Leute auf YouTube, die denken sich das auch, der guckt nur Wiki. Und die denken sich vielleicht auch jetzt, oh, halbe Stunde lang Elden Ring, wir haben nur irgendwie einen Boss im Untergrund gemacht und haben einen Ort hier gefunden. Irgendwie lahm. Ja, ich weiß, tut mir leid. Oh, ich bin hier reingekommen. Oh, da kommt man eh immer her. Okay. Das war nichts Besonderes. Es ist weiter hier vorne, wo ich hin muss. Da, auf die andere Seite muss ich. Ja, wir haben heute auch gute Sachen erlebt. Das stimmt schon.
Hier war ich noch nicht. Warum war ich hier noch nicht? Ah, da ist der Weg. Das ist vielleicht der Weg. Zur höheren Ebene. Einfach nur über so eine Mauer springen. Oh mein Gott. Aber das ist doch cool, oder? Ich liebe das, dass das hier so verwinkelt ist und immer noch versteckte Dinge sind und... Ah, es ist so schön, Leute. Es ist so schön. Dass man hier so viel entdecken kann. Oh ja, hier geht die Leiter hoch und dann können wir von da aus, glaube ich, auf die andere Seite runterspringen. Und bei anderen Let's Playern sieht er das vielleicht nicht so hier, ne? Bei anderen Let's Playern sieht er nicht so viel Erforschung. Oh. Das ist doch das, wo ich runter wollte, oder? Das ist doch das. Aber erstmal gucken, ob hier oben auf dem Dach noch was ist. Nicht, dass ich meine Chance verliere, hier was Tolles zu entdecken oder so. Aber sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Vielleicht hier vorne noch? Nee. Ja, das ist die Tür. Das weiß ich nicht mehr, wo die Glöckchen waren. Ich glaube, die kriegst du geschenkt, wenn du wieder zur Kirche gehst. Du musst wieder zur Kirche gehen, glaube ich. Zu der allerersten. Ich habe dich gehört. Angelegter Schildkrötenhals, dreimal. Da oben liegt auch noch was, ne? Ja. Hey, hey, Vicky, hey. Ja, eine Sache müsste ich noch mal Vicky gucken, tatsächlich, der Aufzug. Der Part ist auch gleich vorbei, den Aufzug würde ich noch mal gucken im Vicky dann. Ich muss ja nicht immer alles nachgucken, habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht. Wir haben es ja trotzdem entdeckt, die Sachen. Wo ich gerade echt stolz bin, dass wir das gefunden haben, den Weg. Ich bin da echt ein bisschen stolz auf uns hier. Das war echt gut versteckt, muss man schon sagen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. So, ich glaube, das war tatsächlich fast alles, bis auf diesen einen Aufzug noch. Und die Statue, wo ich noch nicht weiß, was sie macht. Wir müssen, glaube ich, für den Aufzug vielleicht wieder hier hin, ich weiß es nicht. Das kann ich mir vorstellen. Weil ich weiß nicht, wo kommen wir denn so tief runter? Ich sehe hier nichts, wo wir so tief runterkämen, wenn ich ehrlich bin. Ich höre jemanden laufen, ach, die da draußen laufen rum. Mir fällt da gerade wirklich nichts ein, weil es ist so tief, der Aufzug. Ich schaue einfach, wie seid gleich mal. So tief, richtig tief rein, meine ich, ja? Richtig tief. Tiefer, als die Polizei erlaubt. Die Kapuze der Verbannten, das wäre eigentlich, glaube ich, auch ein schönes Item für mich, oder? Ja. Ja. Nein. Die ist auch cool, aber dann wäre mein... Nee, das geht sogar. Meine Hassgegner, ich trage sie einfach auf den Kopf. Oh, der blutrote... Oh. Oh, Leute. Boah. Ich bin Schmied. Der sieht da mal richtig gut aus. Jetzt noch was Schönes hier für oben drum, aber ich glaube, da habe ich nichts. Was war doch hier, aber das. Hallo, ich habe ein Kleid an. Nee, nee. Aber hier vielleicht sowas. Aber das ist zu viel. Wir müssen halt mal schauen, dass wir irgendwann was Schöneres tragen können. Zum Beispiel das hier. Das ist, glaube ich, schön. Oh ja, das sieht gut aus. Ist aber, glaube ich, schon Fat Roll, ne? Ja, angeblich mittlere Last. Ab wann ist denn Fat Roll? Moment. Weil da steht da unten drunter, mittlere Last. So, wenn wir jetzt noch was Schwereres ausrüsten. Haben wir noch was viel Schwereres? Nee. Lass mal noch ein paar Waffen ausrüsten. Die haben die Voraussetzung für Fat Roll geändert, kann das sein? Große Last. Mittlere Last.
Moment. Wir sehen, wann hier aufhört, mittlere Last zu sein und leichte Last noch ist. Kleine Last. Okay, also kleine Last ist wirklich immer noch 25%, kann das sein? Ich glaube, 25% ist immer noch kleine Last. Aber mittlere Last geht weiter. Guck mal. Ich habe mir das Spiel schwerer gemacht als notwendig, weil ich das nicht gelesen habe. Weil ich so dumm bin und nicht gelesen habe, was da steht. Ich hasse mich manchmal, weißt du das? Ich hasse mich manchmal so sehr, dass ich manchmal so dumm bin und einfach nicht lese, was da steht. Tja. Manchmal hasse ich mich ja. Aber dann liebe ich mich auch wieder. Das ist immer noch mittlere Last. Mittlerweile sehe ich ganz schön sexy aus, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, der Bettler hat sich ganz schön gemacht, ne? Der Bettler hat sich ganz schön gemacht. Von einem einfachen Bettler hin zu einem stolzen Befleckten. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet namens Kartoffli verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.